Fifi-Fi-Fo-Fi-Fun. Ach, Mist. Ichse-Ax-Max. Mützchen, Bützchen, Tschüsschen. Helfen wir ihr. Machst du Witze? Sie hat dich fast geröstet. Ja, aber sie hat auf dich gezielt. Das wär's. Danke. Kein Problem. Gut für dich, dass Jäger in der Nähe war. Ich komme auch alleine klar. Oh, natürlich. Willst du, dass ich es dir zeige? Keine Magie mehr, hä? Huh? Soll ich dir Starthilfe geben? Ha, ich komme später wieder. Hey, warum hast du sie verscheucht? Ich mochte das Gesicht von Jäger, als er gesehen hat, dass dieses komische Hasenvieh auf ihn draufspringen wollte. Und ich mochte die Pflanze. Die hat so süß gebrabbelt. Gut, dann begeben wir uns in das nächste Level, die Bambusterrasse. Ich freue mich schon total. Ich mag das Level nicht. Aber ich trinke erstmal was. Wasser macht komische Geräusche. So, warum hat er eine Brille auf? Scheiß Nerd. So. Ah, die hat auch diese komische Musik. Spyro, wir werden schon den ganzen Tag von Rhinoxen schikaniert. Deshalb konnten die Arbeiter nicht den Bambus für den Kreisel sammeln, der dich zum Abendsee bringen soll. Wir haben sie weggeschickt, aber sie hören nicht auf uns. Na gut. Dann wollen wir mal hier ein bisschen Party machen, ne? Gibt's hier einen Könnerpunkt? Mal gucken. Ne, das ist schön. Ich dachte, wir müssten da diese Bambusdinger abfackeln. Ich bin sehr froh, dass sie dieses Gepfeife durch die Zähne rausgenommen haben. Dieses, falls man das Gepfeife nennen kann. Sehr schön. Ich bin sehr froh, dass das nicht im Lied drin ist. Du siehst komisch aus. Diesen Felsbrocken wegzuschieben war nicht leicht. Aber nach einer Verschnaufpause will ich weiter Bambus sammeln. Ja, dann hau rein, Mädel. Bin ja auch sehr schön hier drin. Sehr asiatisch. Ah, das holen wir uns doch direkt. Dwight! Okay. Wir schießen sich da gegenseitig mit Raketen, auch nicht schlecht. Halt doch die. Ah, hier gab es ja noch die drei Leben. Stimmt ja, da war ja was. Okay.
100 pro vergesse ich hier irgendwelche Edelsteine. Ah. Dann wird doch knapper, als ich gedacht habe. So, wen haben wir denn hier? Madison. So, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt die 3 extra Lebens. Oh, da ist mein Edelstein. So. Tadam. Er ist nicht ganz so offensichtlich. Oh, 4 Leben sogar. Das ist ja der Wahnsinn. Haben wir alle? Ja, sieht so aus. Dann können wir jetzt hier rüber. Wie sehen die überhaupt aus? Sieht sehr entspannt aus. Hier gab es ja noch einen Eierdieb. Der war blöd, glaube ich. Okay, da können wir noch nicht hin. Ich glaube, hier unten... Doch, hier ist wohl was. Hier ist ja wohl was. Gut. Guck mal das. Da sind wir gleich schon am Levelende, aber wir haben natürlich noch ein bisschen was zu tun. Ey! Doofkopf. Was ist er denn? Irgendwas mit Schee, irgendwie sowas. Schee. Das ist auch eigentlich mein der Charakter, den ich am wenigsten mag aus dem Spiel. Obwohl. Ja, doch. Und dann ganz dicht gefolgt von Agent 9. Dem Scheißaffen. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Ich aktiviere sie sofort. Ich mag die T-Shirts, also die, oder ja doch, T-Shirts sind es, die sie anhaben mit diesem süßen Bambus mit den Herzchen. Es wäre uns eine Ehre, wenn du dieses Zeichen unserer Wertschätzung annimmst. Der Tom. Da höre ich doch schon den Eierdieb. So, wie heißt du? Psst. An alle Entdecker. Es gibt hier keinen Yeti und es gab nie einen. Es war nur ein Mythos, wirklich, die Zauberin. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Psst. Ich meine, das wäre irgendwas mit Psst gewesen. So, wo sind wir denn? Ja, da. Das ist doch schön. Ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit Sheldon im Kopf, aber es ist nicht Sheldon. Das ist dann, glaube ich, der Weg zum Anfang. Hier quasi direkt hier um die Ecke. Das müsste jetzt am... Ne, da. Und dann müsste es aber am Anfang sein, glaube ich. Ja. Ah.
Das ist doch einiges. Eine Flasche voll Neugier. War das unsere erste Flasche von der Sorte? Ja, ich glaube, das sieht sehr danach aus, als ob wir hier alles hätten. Ich mache jetzt einfach mal hier das Level. Und danach machen wir dann auch direkt den Eierdieb. Und dann müsste das Level, glaube ich, auch fertig sein. Bitte hilf uns, Spyro. Meine Freunde wollen nach einer langen Schicht auf den Feldern endlich nach Hause. Aber diese verflixten Rhinoxe lassen sie nicht. Kannst du die Panda-Arbeiter retten? Ja, los, mal gucken. Spring rein und pass auf, dass du auf die Rhinoxe zielst, nicht auf meine Freunde. Gab es hier zwei Runden oder nur eine? Oh, was ist das denn? Die Steuerung war gerade irgendwie extremst komisch. Ich glaube, hier gab es zwei Runden. Ja, hier gab es auf jeden Fall zwei Runden. Haben die den eine zusammengepackt? Oder bin ich jetzt doof? Ah ne, Moment. Oder war das beides in einem... damals. Jetzt haben sie aber hier auch Scheiße gemacht. Du Schatz, bitte hilf uns. Los, spring rein. Also da ist das Timing irgendwie kacke gewesen, muss ich sagen. Naja. Jetzt sind auch noch die Brücken hier, die vorher nicht da waren. Ein bisschen. Ach komm! Weil die scheiß Brücke da war, ey. Das ist doch blöd. Jetzt short. Ich meine, das wäre damals beides in einem gewesen. Also entweder beides in einem oder es gab zwei Runden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass man hier zwei Runden am Stück gefahren ist. Hier ist das Timing halt mega scheiße irgendwie. Ach, guten Tag, hallo, du warst da im Wasser. Bitte, nimm dieses glänzende Ei. Es wird dir Glück bringen. Rusty! Darf ich jetzt abhauen? Dankeschön. Ich möchte nicht mehr hier das machen. Okay, dann holen wir jetzt noch den Eierdieb und dann sollte es mit diesem Level das gewesen sein. Oder? Ja, es sieht sehr danach aus, als ob das auf das Level da zeigt. Gut. Was war das denn? Wo willst du denn hin?
Läuft der hier lang? Ja doch, der läuft hier lang. Aber warum stand er da in der Mitte? Das ist alles sehr merkwürdig hier. Hallo? Das ist alles sehr merkwürdig hier. Ich glaube, andersrum ist einfacher. So. Piwi. So, dann sollten wir jetzt hier alles haben. Wir verlassen das Level direkt. Wenn wir nicht alles haben, ist auch nicht so schlimm. Das werden wir dann ja sehen, wenn wir das Level nochmal betreten. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch das Fluglevel. Dann sollte man, glaube ich, die Stunde schon voll haben, wenn das einigermaßen gut läuft. Kann natürlich auch sein, dass das was länger dauert, aber dann machen wir halt ein bisschen länger, ne? So, wo ist denn der Bauernring? Oder Querfeldeinstrecke? Ich verstehe immer noch nicht, warum die das einfach geändert haben. Bei der deutschen Übersetzung hätte ich einfach genau den Text genommen wie im Original. Hätte ich nicht extra nochmal neu übersetzt oder so. Gegen die hiesigen Rennchampions. Heißt der jetzt auch die Bienen? Nee, Doppeldecker antreten. Gut, haben sie geändert. Sehr schön. Wir machen erstmal den Zeitmodus. Jupp. Mal gucken, was wir hinkriegen. So. Ach nö, ey, jetzt habe ich den einen verpasst. Ich mach das jetzt einfach mal so. Wenn es weiter richtig wäre. Ich hoffe einfach mal, dass der mir gleich irgendwo nochmal über den Weg fährt. Dass ich den irgendwo... Was ist denn mit dir los? Dass ich den gleich irgendwo noch sehe. Dann würde ich den nämlich einfach mitnehmen. Ah, oh, das sieht schlecht aus. Ja. Da hätten wir aber... Passt. Hätte ich den eigentlich verpasst, dann hätten wir es auf jeden Fall geschafft. Naja. Kriegen wir schon hin. Jetzt haben wir sie. Sehr schön. Hätten wir gerade eigentlich auch ein bisschen abkürzen können, so wie ich das die erste Runde auch schon gemacht habe.
Ach komm, ey, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Hitboxen für den Arsch, Junge. Ich sehe es ja ein in der ersten Runde, dass wir da den einen Typen verpasst haben. Also, dass wir jetzt hier zweimal die Flugzeuge verpasst haben, das finde ich doch ein bisschen komisch. Dreist, finde ich das, könnte man schon sagen. Eine Abkürzung. Ist besser. Das ist nicht dein scheiß Drecksernst, Junge. Nee, das ist zu weit weg. Oh. Ich hasse es. Man müsste mir doch wohl zustimmen, dass das ein bisschen arschig ist, oder? Ich bin jetzt etwas leise, ich weiß, aber ich versuche das hier noch gerade auf die Kette zu kriegen irgendwie. Ach komm, ey. Das macht echt keinen Spaß, ne? Wegen so einer Kacke. Endlich, ey. Nein. Gavin oder Gavin, keine Ahnung. Das Doppeldecker. Dankeschön. So. Mal gucken, wie das hier so geht. Die sind auch gut dabei hier, ne?
Lassen wir mal sein. Muss ja auch eigentlich auch erstmal die Strecke ein bisschen kennenlernen, ne? Die sind auch ein bisschen schneller, die Raketen. Habe ich das Gefühl. Vierte sind wir in der ersten Runde. Weiß nicht, ob das was wird. Zweite. Ja, da vorne ist der rote. Der nervt mich ein bisschen da hinten. Ach komm, ey. Der rote. Tja. Stirb, du Sau. Raketenrennen. Bestimmt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Raketen. Fick dich, Mann. Benutzen auch Gott, ey. Mir geht gerade die Pumpe ein bisschen. Oh, das sieht gut aus. Oh, first try. Puh, im Gegensatz wenigstens zum normalen Objektrennen. Shemp. Dr. Shemp. Oh. Okay. Zeitmodus bitte nochmal. Nee, will ich nicht. Ich will mit Jäger quatschen. Der alten Potsau. So, guten Tag. Spyro, das glaubst du nie. Hier sind überall Scharf-UFOs und Weltraumkühe. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie jemanden entführen. Ich schnall mein Jetpack um und gehe Weltraumkühe jagen. Klar. Angepasst, Kühe, jetzt komme ich. Okay. Ich hab das jetzt. Ich meine, der fliegt langsamer auf jeden Fall, aber der schießt auch langsamer. Krieg dich. Und man muss drücken. Also mehrmals drücken, um mehrmals zu schießen. Man kann nicht durchgängig gedrückt halten. Ich meine, das wäre auch im Original anders gewesen. Ich habe das eine Ding verpasst, ey. Scheiße, Mann. Spyro, das glaubst du nie. Ja, das ist schön. Wir machen das jetzt nochmal. Ich freue mich.
Kamera ist hier auch nicht so... Die ruckelt, also nicht ruckelt, sondern die hakt ein bisschen manchmal. Also sie ist so... Weiß ich nicht, irgendwie... Ist irgendwie anders als... Im Original, nicht so flüssig, wenn die um die Kurve fährt. Jetzt mach doch mal das scheiß Ding da kaputt, ey. Haben wir jetzt alle? Ne, da oben steht noch eine. Dankeschön. Wir haben die letzte erwischt, die dieses Ei entführen wollte. Der Truppführer hatte dieses Ei entführt. Gar keine mehr, ich will nach Hause. Ja. Ja, ja. Laber mal nicht. So. Das heißt, wir haben das Rennlevel geschafft und sind jetzt, glaube ich, noch zwei Level über. Und zwar ist das einmal das, wo man mit Sergeant Bird so viel rumfliegen kann und Eisgipfel oder Eisgletscher, keine Ahnung. Also da, wo so viel Eis ist. was eigentlich auch so eins der Level ist, die ich ganz gerne mag. Also beide eigentlich. Ja, aber die machen wir dann erst beim nächsten Mal, denn die Stunde ist leider schon rum. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!